ganz herzlich willkommen beim Rugby Video Magazin und einem neuen News-Video meinerseits. Und wenn ihr dieses Video seht, habe ich entweder grünes Licht bekommen oder die Katze ist aus dem Sack. Und am vergangenen, auf jeden Fall jetzt vergangenen Freitag, wer weiß, wie lange das noch dauert, bis ihr dieses Video seht, hatte ich in einem Theme Park News, in einem Rugby View News Video euch darüber berichtet, dass der Eifelpark Gondorf angekündigt hat, eine relativ aufregende Fahrattraktion dieses Jahr am Fuße der Talstation eröffnen zu wollen. Und das Ganze heißt dann Platzhirsch. Und dann gab es ein paar Stunden, nachdem das Video fertig war von mir, komplett abgeschlossen, ein weiteres Artwork vom Park, wo dann nochmal, ja, mehr oder weniger der Standort gezeigt wurde, ein Bild gezeigt wurde vom Park mit der neuen Attraktion, die aber komplett weggeblurrt war, so dass man das eigentlich nicht erkennen konnte, ein großes Fragezeichen noch drüber. Man konnte aber erahnen, dass das Ganze wohl eine sehr hohe Attraktion wird und ein bisschen in eine Turmrichtung ging, aber einen Freifallturm hat man relativ neu. Man hatte mal einen Starflyer geliehen in Anführungsstrichen und dafür fehlte halt oben dann der Stern und der Ausschwung halt. Und es gibt und oder gab die Möglichkeit, das Ganze aber relativ schnell schon zu wissen, was die neue Attraktion ist. Denn der Sommerflyer liegt schon im Park aus und einige Leute aus der Region haben diesen Flyer schon. An dieser Stelle auch danke an PRL Philipp für den Flyer. Und auf dem aktuellen Flyer vorne auf dem Cover ist genau dieses Artwork drauf, was der Eifelpark gepostet hat. Nur nicht geblurrt, sondern komplett zu erkennen. Und darauf sieht man, dass die neue Attraktion, der Platzhirsch, offensichtlich ein Propeller wird. Und in der Mitte oben ist dann der große Hirschkopf, den wir auch schon als Grafik gesehen haben und der auch in dem letzten Newsvideo mitzusehen war. Und ich vermute mal, wenn es dann bestätigt ist, wird es dann entweder im Titel und oder in der Videobeschreibung stehen. Das Ganze sieht auf jeden Fall für mich danach aus, dass das ein Propeller der Firma Funtime sein könnte. Allein von der Optik und vor allen Dingen dann auch noch von der Park-History, da man den Turm von Funtime hat. Man hat in der Familie auch weitere Starflyer von Funtime und so weiter und so fort. Also die neue Attraktion Platzhirsch im Eifelpark Gondorf wird ein großer Propeller, ein Überkopfkarussell. Sehr krass. Bin sehr gespannt, sieht schon mal ziemlich cool aus und der Park wächst weiter, habe ich auch im letzten Video schon gesagt, da geht auf jeden Fall einiges und ja, das war es eigentlich schon damit. Ansonsten abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Jeden Tag um 18 Uhr gibt es ein neues Video und zwischendurch mal, so wie dieses Video, auch noch ein Video mittendrin. Ich bin es raus, ihr seid die coolsten, euer Bro für 2 Video Magazin. Peace. Und nicht vergessen, eure Meinung zu der Neuheit ist natürlich auch gefragt, damit gerne in die Kommentare.